Jo Leute, was geht? Ich bin's wieder, der Devil of Tanks. Willkommen zu einer weiteren Runde World of Tanks. Und ja, ich bin heute nicht allein, sondern habe ich den Mr. Ganschen eingeladen, weil es Jo, mir hallo. sonst so langweilig wäre. Ja, hi. Ja. Wir labern ein bisschen, er zockt nicht mit. Er ist gerade aufgestanden, er hat Ja. gepennt. Und ja, ich starte mal das erste Match. Wir spielen heute mit den vier Panzern weiter. Und mal sehen. Ja, Leute, ich muss was sagen, und zwar, ich habe jetzt nur noch zwei gute Match-Replays übrig, und es wäre sehr gut, wenn ihr mir irgendwelche zuschicken könntet, so richtig gute halt, weil im Moment fällt es mir sehr, 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 sehr schwer, gute Match-Replays zu machen, weil einfach, keine Ahnung, das sind einfach unmögliche Momente, gut zu spielen. Ich könnte nur mit dem IS vielleicht was Gutes, also was immer was Geiles rausholen, aber es wäre auf Dauer langweilig, mal denselben Panzer zu sehen. Aber ich gebe mir natürlich noch mein Bestes, aber ansonsten sind dann noch die letzten zwei Replays von mir übrig und dann habe ich keine mehr. Könnt ihr mal einsenden und so weiter. Ich schreibe dann, ja, ich schreibe nicht, ich mache Link in die Beschreibung. Wo, also nicht links, sondern eher die E-Mail-Adresse, wo ihr hinschicken könnt. Wie immer, und ja, ich hoffe, ich kriege ein paar Replays. Ich habe zwar jetzt lange nicht mehr nachgeschaut in der Internetadresse, aber naja. So, ich und Mr. Ganschen haben gerade über Träume gelabert, ne? Ja, genau. Erzähl mal deinen super Traum. Also meinst du jetzt allgemein so Traum, wo ich so. Den du doch gerade eben erzählt Ach hast. so, genau, ja. Das war halt heute in der Schule so. Bin ich halt eingepennt. Weil, ihr wisst, Schule ist ja manchmal langweilig. Ja, egal, ich bin so eingepennt so. Dann war ich so halb schlaf. Und ich war halb wach. So beides halb. Halb halt so, egal. Und bei mir ist halt so, wenn ich in diesem Modus bin, egal. Dann ist so, wenn ich in den Traum mich einer attackiert und eine Bewegung mache, mache ich in der Realität auch eine Bewegung. So Zuckungen oder so. Ja, und das war bei mir so, Mann, da mache ich so auf einmal so, greift mich irgendwer so eine an oder ich weiß nicht genau, was war, aber irgendetwas. Ich habe ihn angegriffen oder er mich, gell? Irgendwie so. Und dann auf einmal mache ich so eine Zuckung und dein Nachbar so, hey, was ist jetzt los, Mann? Naja, das. Ja, das habe ich auch gesehen. Also zucken und so, Alter, was ist mit dir los? Und ich so, hä, what the Ich fuck? auch. So, bei dir geht's gut? Ja, ich dachte, ja, das ist manchmal, ja, bei mir passiert so zweimal in der Woche so. Hm. Nur halt diesen bestimmten Schlaf, halb wach und halb schlafen halt. Nur diesen bestimmten Schlaf passiert es bei mir. Ja, ich hatte jetzt erst heute mal seit langem einen Traum wieder. Und was hast du Behinderter denn geht's halt geträumt? nicht, weil ich keine Ahnung hatte, worum es da ging. Aber es ging worum irgendwo, keine Ahnung. Ja, Ja. manchmal träumt man was und dann weiß man nicht, also man kann es schon bildlich sich so vorstellen, aber irgendwie nicht sagen, weißt du? Man hat schon eine Ahnung, um was es geht, aber man kann es irgendwie nicht sagen. Ja, bei mir ist es manchmal so. Ja, komplizierte Sachen und so. Ja, Träume sind schon ein bisschen kompliziert. Genau. Es gibt auch so Träume, da will man wieder in den Traum rein. Ihr wisst schon, was ich meine. Da will Ja, man dann die sind weiter so träumen. feuchte Träume und so. Ja, genau. Habe ich auch so ein paar Mal, hatte ich ein paar Mal. Und das war. Hintereinander oder so Ja, ich hatte. stückchenweise? Ja, manchmal habe ich so dreimal hintereinander, dann 2 Wochen nicht mehr, dann wieder zweimal hintereinander, dann irgendwie einen Monat gar nicht mehr, dann wieder einmal. Und dann erst wieder nächste Woche so. Du weißt schon so irgendwie so. Ja. Kommt irgendwann mal, kommen die immer so. Also im Monat nicht immer, ein paar Mal immer. Ja. Ding, was wollte ich denn noch sagen? Was wollte ich denn sagen? Ich hab's voll vergessen, Scheiße. Genau, dann hat man auch manchmal so Träume, so Action-Träume, dann ist man irgendwie Batman oder sowas. Oder Superman. Ich bin Batman. Und ich hatte meinen Traum über Resident Evil, ich bin dieser Typ da und muss so Zombies killen. Nein, dieser Traum war nicht schön. Dieser Traum war eigentlich nicht schön, weil die Zombies haben mich da, ja, aufgefressen. Nee, Mann, ich will das nie wieder träumen. Es gibt echt manche Träume, die will man nie wieder träumen und dann kommen die irgendwann mal doch wieder. Ja, das ist nicht schön. Das ist scheiße. Vielleicht kannst du mehr sagen. Ja, also ich hatte ja keine Träume, ich kann jetzt nur von deinen Erfahrungen sprechen. Ja, Aber also ich habe echt sehr, sehr viele Träume. Ich habe fast jeden Tag Träume. Letzte Nacht, da hatte ich auch einen Traum, aber ich kann mich daran nicht erinnern. Nur so, ja, stückweise. Das ging irgendetwas in der Luft war da. Ich weiß jetzt nicht was.
irgendetwas Luftkämpfe oder so waren das. Ich weiß nicht, irgendetwas in der Luft, aber ich kann mich daran jetzt nicht ganz erinnern. Manchmal hat man, ja, kann man sich daran nicht ganz erinnern, aber ich habe irgendwie fast jeden Tag immer einen Traum. Aber Alter, ich rede hier gerade voll ab mit meinem Fünfer, Alter. Ich verstehe nicht, wie das geht. Also welchen Fünfer? Den T34. Ah. Alter Falter, würde ich jetzt sagen. Boah. Ja. Ja, also Träume sind was Geiles. Ja. Manchmal auch nicht, manchmal aber meistens schon. Ja doch, ich mag schon solche, weil schon soll Abwechslung sein, nicht immer dasselbe. Ja, natürlich. Weil dann kommst du, so wachst du so auf, bist du so voll aggressiv, obwohl du das gar nicht sein willst und so. Ja. Also ich hatte mal so, ich habe mir mal Stargate angeguckt, kennst du vielleicht Stargate? Ja, ja. Habe ich mir angeguckt, gell? Auf einmal hatte ich einen Traum über das und ich war dieser, und ich war halt einer, ein Neuer halt so, gell? Und hat so einen Traum so, ich so, Alter, krass. Das war so manchmal, also du weißt schon, man will in den Film rein, gell? Und dann auf einmal träumt man über den Film und man will da rein, so, man will einfach so, man denkt gerade darüber ganz Zeit, gell? Ich habe darüber ganz Zeit gedacht, was wäre so und so, auf einmal träume ich so darüber, ich so, krass, Mann, beste Traum ever, Mann. Hey ja. Leute, hier habt ihr ein gutes Match-Replay am Montag. Aber das muss ich nicht mehr kommentieren, weil ihr das eh seht, wie geil das war gerade. 1328 Erfahrungen auf die Hand gegeben. Ich habe nichts gemacht, Alter. Ich habe einfach nur Leute gedamaged, Alter. Richtig geil. Also ich hoffe, dafür kriege ich einen geilen Like von euch, weil das war echt episch. Mein erstes geiles Match mit dem Panzer. Nicht zu erwarten, in einem 6er Match mit einem 5er Panzer was zu reißen. Also. Ich habe da schon ein bisschen tricky mitgespielt. Ich habe erstmal gedacht, ich feiere da voll offensiv wieder rein, ne? Und dann verrecke ich da eigentlich. Was passiert? Die prallen alle ab bei mir. Denke ich mir so, seid ihr behindert? Ich habe 5mm Panzerung, Alter. Bei mir kann man mit dem Finger reinbiegen, Alter. Was passiert denn alles? Auf einmal 1300 Leute in der Warteschlange. 100.000 Leute am Spielen. Wie 100.000? Ja, 103.000 Leute von 192.000. Ah, ist also doch viel. Schon gut eigentlich. Boah, Ripser. Ein Ripser zwischendurch. Eigentlich dürfte ich jetzt nicht so voll mit guter Laune sein, weil morgen habe ich meine Prüfungen in der Praxis und ich Das ist easy. Ja, für dich ist es easy, weißt du, aber ich habe es mir ein bisschen komplizierter gemacht, ne? Ja, Ich bin eigentlich mit meinen schon fertig. Ja, ich wünschte, das könnte ich auch morgen, weil schau, wir machen morgen ja diese 20 Minuten Prüfung da. Ja, genau. Ich mach die so schnell, Alter. Ich habe ja schon meine erste Note bekommen in der Prüfung. Was hast du genommen, für ein Holz, Kiefer oder so? Kiefer, das ist mir empfohlen, ne? Ja, ich habe auch Kiefer genommen, ich musste nicht mal ins Lager gehen, wir hatten schon Kiefer dort. Oh, ja, geil. Krass. Wir müssen ja egal, für mich ist es praktischer, alles vorzubereiten und so. Ja, ja. Also ich habe ja auch, ich musste kaum was vorbereiten, nur dieses Holz und diese MDF-Platte fertig. Mhm. Und ich habe dieses Holz, musste ich nur einmal so schneiden. Wumm, hatte ich schon. Nur einmal schneiden, der Lehrer so, ist das alles? Ich so, ja, reicht mir aus für sogar zwei Werkstücke. Nicht nur für eine. Das sind doch drei Stücke, oder? Ja, drei so. Stücke, aber ich kann das zweimal bauen. Ach so, ja. Weil meins ist nur 10 mm dick und das Holz war 35. Ja, 1 cm dick, nein. 1 cm dick, das war 3,5 cm dick, dieses Holzding. Da habe ich es einmal nochmal durchgeschnitten, da hatte ich zwei Stück. Ja. Ah, das war 30, genau. Konnte ich zwei schneiden, weil es 35 ist sogar 3. Ja. Ja. Und ich habe dann nur ein Schwalben reingebracht. nur ein Schwalben? Ich so, ja. Naja. Mathe, musst du sagen, Mathe-Bitch und so, ne? Ja, Mathe, du kam die Rechnung. Also so, ich hab gerechnet. Ihr? Ja, ja. Und ihr? Und dieser andere Raphael, der übertreibt, ich glaube, der Typ wird immer fertig. Weil der hat voll viel übertreibt, also er ist nicht mal mit den Schwalben fertig, weißt du? Mhm. Er ist nicht mal damit fertig. Er hat irgendwie so bei jeder Seite irgendwie so 10 Stück, Mann. Ja gut, er hätte 3 Tage dafür Zeit, aber. Ja, ja, und er macht noch Fächer rein, noch das und furnieren und so weiter. Naja, kompliziert. Legen wir uns jetzt nicht ab von. Ja, ja, genau. Bleiben wir bei den Kämpfen und Games und Zocken und so weiter. Ja.
Nur so nebenbei, was wir so machen eigentlich jetzt Also für die Leute, was letzte ich nebenbei Prüfung. mache, ich mache ja auch YouTube-Videos und auch ab und zu mal auch World of Tanks, Tust genau. du das? Ja, zurzeit Wirklich? nicht, weil ich gerade auf mein Hauptspiel fokussiert bin. Du bist auf Entzug. Ja. Naja, ich bin auf mein Hauptspiel gerade fokussiert. Ja, da muss ich halt viel Geld machen und so weiter, deshalb weniger World of Tanks. Aber wenn ich hier alles fertig bin, dann werde ich wieder World of Tanks mehr zocken, weil ich will meinen Scharfschützen auf 10 bringen. Oh mein Gott, Alter, der ist ja gerade voll runtergefallen. Ah ja, ich hab alle meine Panzer verkauft, Churchill 7, Black Prince und so. Alter, ich komme dem nicht durch, Alter. Was zur Wie Hölle? du es mir empfohlen hast. Ja, natürlich. Hallo, da hast du erstens Geld und dann kannst du dir schneller die Ja. Achter kaufen und so weiter. Ich Alter, glaube, nein, ich habe sowas jetzt von 2 verkackt. Millionen in Bar oder so. Mein Schuss hat zu langsam nachgeladen. Geil, jetzt kann ich gegen die Su und so weiter kämpfen. Läuft. 2-5, Alter, unser Team. Oh, ich könnte Boah. kotzen, Alter. Aber ich kann hier so gut wie sterben, Alter. Ich sehe die Su nicht und ich höre mich den Kometen nach, der wahrscheinlich eh spotten wird. Ja, immer diese Kometen. Ah, Komet ist echt geil. Ich finde den Panzer echt geil. Weiß ich noch nicht mal. Ja. Ah, das ist kein Komet, das ist ein ganz anderer. Ich finde ihn aber trotzdem geil. Alter, wieder, wenn wir durchkommen, der Huren. Ja, aber ich finde irgendwie die russischen Scharfschützen sind richtig geil. Habe ich so gesehen, also machen echt viel Damage und so und sehen übelst geil aus. Sehen sogar noch geil aus. Artillerie, zwei AD schießt auf mich und dann. Ach, egal. Ja, Einfach immer diese unnötig Artillerie, ich gewesen. weiß. Nein, ich wurde einmal getroffen von der Isu und dann einmal von irgendwelchen zwei Leuten noch und dann. Ja, dann war es das auch schon so gut wie für mich. Ja, 142.000 Leute plus 20.000 freie Erfahrung, das heißt, uns fehlt nur noch 56.000 mit Kleinigkeiten. Und dann haben wir auch die Su-Drecks-Panzer durch und können weitergehen. Ich gebe Yo. zu, ich habe mich schon ein bisschen an den gewohnt, aber Ach so, meinst du deinen trotzdem. Panzer da? Ja, den Neuner, den ich gar nicht mag, weil schon den Scharfschützen. Ich meine, ich mag jeden Scharfschützen, ich mag sogar den Objekt 268, obwohl ich nicht mal mit dem spiele. Trotzdem mag ich ihn, weil er eigentlich ein geiler Panzer ist. Weil er ist schnell, wendig und er ladet sehr schnell nach und macht halt Damage. Und hat sogar Panzerung. Er hat ja sogar Panzerung, gibt dir das? Er ist schnell, Ja. wendig und er hat sogar Panzerung. Ja, das ist krass. Zwar nicht so Die wendig meisten jetzt wie der Panzer, 10er hier oder 9er, aber. also die meisten Panzer haben eigentlich nicht so gute Panzerung. Also, okay, ich finde, der Brite, der hat richtig geile Panzerung. Das ist richtig immer. Ja, die Briten. Die sind schon krasse Sicht, also Sachen, Alter. Ich habe heute einen Briten nicht töten können, weil meine Gun Depression nicht gereicht hat. Er hatte noch so, weißt du, der war One-Shot für mich und ich war sozusagen auch One-Shot und er hat auf mich nicht, weißt du, gedamaged und ich musste diesen Schuss nutzen, weißt du schon. Nein, was passiert? Meine Gun geht nicht runter und mein Schuss geht genau über seine scheiß Turm, Alter. Ja, das ist Dachte mir so, scheiße. super. Oh, hallo, Bad Chat. Super Badget, ist mich gleich gespottet. Ja, 320 Meter und ich bin gespottet. Wetten, jetzt tötet mich der FV. Was ich nicht mag, Alter. Ich bin hinterm Gebüsch und dann werde ich gespottet, Alter. Sowas Linkes. Keine Arti, das ist schon mal wenigstens etwas. Wo war denn der IMX? Nee, aber ich bin, also ich wäre schon zufrieden, wenn ich den 7er Panzer habe. Von den Scharfschützen. Welchen hast du im Moment? Ja, 5er noch. Ich mache gerade auf den 6er. Ich glaube, ich habe schon 6000 Erfahrung. Genau. Aber ich finde aber das ist halt, bei den Briten ist so Top Gun oder die Führer Gun. Also die andere 5er halt. Wie werde ich gespottet, Mann? Ich bewege mich doch gar nicht, Alter. Das regt mich gerade so auf. Kenn ich. Ich bin an den Gebüsch rangefahren und ich werde gespottet, Alter. Denke ich mir, what the fuck? Und der scheiß Bad Chat steht da einfach im Freien. So ein Hu. So ein richtiger Hu ist es. Alter, wie die mich alle sehen. Bam, du Drecksstück, Alter. Ich meine, ich habe schon meine Hälfte des Lebens verloren, sogar mehr. Und ich werde gespottet, Alter. Wie kann man mich spotten? Ich habe noch Tarnung dran. Oh, Ja, das ist so Realismus, manchmal. Realismus. Ja, das ist Oder deshalb. Logik eher gesagt, ja, Realismus ist drin, aber Logik nicht.
Ich meine, ich fahre hier hinter den Gebüschen hin und her Also, und ich habe ich gesehen. persönlich finde es mit Abprallen. Ja, kannst schon abprallen, aber jetzt nicht so ganz Zeit, weißt du? Weil schau mal, auch wenn es ein schwacher Panzer ist, gell? Er kommt trotzdem bei einem starken Panzer durch eigentlich, aber jetzt nicht so tief, so weiß schon so. Aber trotzdem macht er ein bisschen Damage, weißt du? Eigentlich. Und nicht so irgendwie ganz halt abprallen. Das ist ja eigentlich gar nicht möglich. Das ist nicht möglich. Das ist nur weil er irgendwie Stufe 5 ist und an der 8, dass dann Stufe 5 Ding ganz halt abprallt. Das ist eigentlich nicht möglich, aber naja, aber das macht halt das Spiel so ein bisschen so aus. Ja, das Spiel ist ja auch nicht perfekt. Man kann nicht Ja, erwarten, dass ja. World of Tanks ein perfektes Spiel wird. Ne? Das wäre ja richtig zu viel verlangt, würde ich jetzt auch sagen. Außerdem ist Ja, das Spiel stimmt. ja nicht mal fertig, Alter. Die wollen ja immer mehr reintun. Die brauchen da halt dafür die Erfahrung, das Wissen und so weiter. Und das kann ich ja nachvollziehen. Aber die müssen halt zum Beispiel verstehen, also Leute, ihr müsst mir doch ein bisschen recht geben. Wie könnt ihr mir sich vorstellen, einen Waffenträger auf E-100 zu bauen? Wie kann man das sich eigentlich logisch vorstellen? Denke ich mir so. Wie sieht es dann in echt aus? Einfach mal einen Entwurf dazu gezeichnet, damit es so aussieht, als wäre der, als gäbe es den wirklich, was es aber nicht tut, denke ich mir. Nee, plus noch irgendwie einen fetten Autoloader, den nur die Franzosen eigentlich hatten, und dann hat ihnen noch einen Drecks, was auch immer was. Ein Drecks deutscher Panzer, ja, ich würde wieder gesehen. Boah, ich würde eh gleich sterben, Alter, ich habe eh keine Chance. Ich weiß gar nicht, wohin ich fahren soll, links, rechts. Wo der V stirbt, ich weiß nicht, wo der ist. Doch, der V, der wird schon sterben. Sauber. Okay, jetzt habe ich nur noch so die Tatois übrig. Die Torte. Ich verteidige eh die Basis, aber was mir zugute kommt, werden wir sehen. Diese Gebüsche sind wie voll nutzlos, denke ich gerade. Ja, mach mal echt, Mann, mach mal. Du bist hinten Nein, und das dort Gebüsche sind. sind wie so, weil schon nach oben voll offen. Aber Ja. nach unten voll frei, denke ich mir, da wird immer noch jeden Panzer entdecken. Also, mal sehen. Mal sehen, tue ich niemanden. Doch, ich sehe den IS-4, den Turm, aber. Scheiße, ich hoffe, der sieht mich nicht. Weil auf dem freien Feld sieht man einfach mal jeden. Ach komm schon. Meine Range reicht nicht. Also, ist er schon tot. Suche ein Witz. Hey, so, hey Dicker, suchst du Witz? Ei, der war, glaube ich, viel zu flach, der Schuss. Okay, die Tatras wird auseinandergenommen. Also, das ist ein gutes Match. Also, soweit ich mich jetzt gerade hier so umsehe. Ich will den IS-4 noch sehen. Ich weiß nicht, ob ich ihn getroffen habe, weil anscheinend sah es nicht so aus, als würde ich ihn treffen. 10-7. Aha, da ist der IS-4. Okay. Okay, er hat ihn zum zweiten Mal angezündet. Tja, ich habe ihn trotzdem geil getroffen. Was ist eine scheiß Entfernung, Alter. So, also die letzten drei super Leute sind da hinten. Huh. Nur noch eine Rundchen hier. Also mit dem T34 haben wir ein richtig geiles Match rausgeholt. Mit dem Prototyp haben wir es eh verkackt, weil, ja gut, ein bisschen Damage haben wir schon gemacht, aber verloren haben wir so oder so. Und ja, jetzt mit der Su, wenn ich jetzt nicht drauf gehe gegen die drei Zähne hier, dann sieht es auch nicht so schlecht. Dann haben wir so ein gutes, ungefähres Match. Aber ansonsten. Bam in den dreckigen Turm. Ist richtig gut gepanzert, sein Turm. Und ich habe mich getroffen. Dafür kann ich den I-100er Turm treffen, denke ich. Verdammt. Aber wenn der I-100 ein bisschen nach hinten fährt. Alter, Leute, ich könnte mir gerade also eine richtig in die Fresse hauen. Ich vergeige zwei Schüsse. Ich bin für E100 One-Shot. Das gefällt mir gar nicht. Wir haben noch ein T-10, die 4 der voll ist, aber wir die meisten sind hier so gut wie du. Alter, Alter, Alter.
Weil der darf mich hier nicht treffen, also sonst bin ich gefickt. Aber ich will das gar nicht so in die Länge ziehen hier. Ich hoffe, ich kann hier außenrum NG fahren. Mann, ich hätte mir den die 100er holen können und dann wäre es das auch. Na egal, die halten sich jeder gut. Ah, das wäre zu schön, um wahr zu sein, würde ich sagen. Na gut, jetzt kann ich mir den I75 holen. Was habe ich da? I75, IS4. Der wurde am einfachsten gepanzerte Panzer war. Sauber, einfach mal so von oben auf seinen Turm schießen. Und das war's. Gutes Match, gutes Match. Ich habe leider keinen Kill gemacht, weil ich zu faul bin auszuzielen. Kann ich. Nein, ich bin ja bei dir, Alter. Bei dir kennt man das, das reicht, Alter. Ich ziehe nie aus, Mann. Ich ziehe einmal gar nicht drauf, Mann. Junge, ich stand vor dir, Alter. Du puh daneben. Denk ich mir, Respekt, Digga. Alter, ich war auch so. Wokresler war das, egal. Ich bin vor seiner Fresse, gell? One Shot wäre er, egal. Ich verschiele. Und dann war das Match auch zu Ende. Ich so, Alter. Vor seiner Fresse war ich und ich verschiele. Die müssen ein bisschen beim Neuner die Genauigkeit erhöhen, noch ein bisschen mehr, damit er noch präziser schießt. Und dann die Geschwindigkeit des Nachladens erhöhen, weil er hat keine Panzerung, er ist einfach nur zu schwach. Ich meine, Schnelligkeit könnte ihn ein bisschen runterdrehen, aber ja, keine Ahnung, irgendwas mehr. Ist einfach scheiße. Ja, so schlecht ist der Panzer auch wieder nicht, aber ich meine, jeder hat seinen Typ, den er nicht so gut fahren kann, ne, aber... Zwickelkauer heißt einer, okay. Scheiß Arty Player, Alter. 6 Artys in einem Spiel. Fantastisch. Was? Meinst du 6 gegen 6 oder? Nein, 3 gegen 3. Alter, 6 gegen 6, Mann. Gab's auch mal. Ja. Aber noch davor, als die Artys angeblich genervt und abbalanciert wurden, denke ich mir. Welcher Balance? Ist echt so. Oh, du bist so ein Trottel, Alter. Schon Trottel, Alter. Ach, der war viel zu früh. Vielleicht habe ich mehr Glück bei diesen Gegnern, die hier vielleicht rausfahren. Ich hoffe, das sind keine Neuner. Okay, wie ich sehe, müssen wir hier bleiben, weil ansonsten werde ich gleich hier zerfetzen. Das war richtig. Anscheinend haben sie sich entschieden, in eine Richtung zu fahren. Mag ich nicht sowas. Ich Malikowka. Malikowka? Keine Ahnung, was ist da gerade da war. Ist mir irgendwie gerade das Wort so einfach so eingefallen. Das Alter, die alle fahren da entlang. Ich hoffe, ich werde nicht gespottet. Ja, das wird ja süß hier. Das wird so richtig süß. Alter, wir haben schon einen verloren. Besser wird es definitiv nicht. Nummer 2 verloren. Minus 2,7er. Die müssen da unten echt pushen, Alter, weil sonst geht es uns hier richtig schlecht. Ich brauche noch 4 Schuss übrig. Im Magazin. Holy shit. Okay, ich komme bei dem. Fahrer ist tot und ich kann mich verpissen. Denn ich werde gleich. Ja, Amora kassieren wahrscheinlich einen Damage. Hm. Ich kann nicht viel machen, Alter. Die müssen mir den Typen dort töten. Sonst geht's mir ja schlecht. Ja, ist. Oh. Verdammt, Alter, die sind in einem scheiß Platoon. Ich kann auch nichts tun, Mann. Sehr gut, minus 1. Alter, noch Glück gehabt, man. Da kommen zwar wieder mehr Leute gleich, aber. Ha. Minus 1.
Alter Falter. Ich glaube, da kommen noch mehr, Alter. Wir sind hier nicht so wenige. Wir haben keine Ahnung, sie konnte hier nicht fahren. Also ich fahre mal ein bisschen näher ran, vielleicht spotte ich noch jemanden. Auf jeden Fall nur den hier. Unsere Arti macht keine gute Party. Unsere Arti macht gerade keine Party. Machst du heute Party? So, ich muss nachladen. Warte! Warte! Oh Mann. Ich muss hier alleine kämpfen, Alter, das ist voll eng. Ich muss noch nachladen, 18 Sekunden. Und er kommt nicht durch und darüber bin ich froh. Solange er nicht durchkommt, Alter, geht's mir perfekt. Aber er kommt gleich durch. Ja, Hauptgeschütz? Ja gut, das ist mir egal. So, Nummer 1 haben wir. Alter, wie ich mich hier durchschlage gerade. Ich habe nur eine Verstärkung, das ist ein Scharfschütze. Scharfschützen sind aber geil. Ich glaube, da ist einer noch übrig. Sicher bin ich mir nicht. Ich will jetzt nicht meine Gun reparieren, weil sonst geht's mir übel. Der IS-3, der muss noch leben. Ich hoffe, ich verfolge ihn. Hey, Stunny. Hm. Wenn du fertig bist, geh ich dann offline. Ja, ja, kein Ding. Einmal daneben. Okay, der ging durch. Okay, nachladen kann ich jetzt. In Ruhe, hoffentlich. Wie viele? 4 Meds und 3 TDs. 3 Asis, sorry. 4 Kills habe ich schon gemacht und ich merke es nicht. Läuft bei mir. Oh, eine Arti kommt entgegen. Und das war die Arti. Du bist noch da, oder? Ja, natürlich. Ja, bitte, gut, ja. Ich bin doch auch gerade so konzentriert wie du. Was machst du denn? Nass spielen. Boah, ich mach gerade was. Ich muss mich da konzentrieren. Ich kann nicht einfach so. So, ich repariere jetzt meine scheiß Geschütze. Also ich brauche die Genauigkeit. Das war jetzt scheiße, dass ich da mache. Aber ich muss genau treffen. Alter, da ist noch einer voll. Den kriege ich nicht so einfach weg. Da ist Arti. Oh, sehr gut, der wurde genatzt. Das ist meine Chance. This is my chance. Und einmal daneben. So, meine Kette. Angezündet. Schade, ich wollte ihn nochmal treffen. Fuck. Lade nach. Ah, hab ich sogar noch gedamaged. Was für ein Witz ist denn das? Gott. Scheiße, jetzt wird er wahrscheinlich auf mich zukommen. Weil solange ich nachlade. Mann, ich habe einen Schuss vergeudet und dann. Ja. Komm, 5 Sekunden, Digga. So. Hier machst du nichts mehr. Na, wo ist denn der Herr? Alles klar. Ich oder er? Naja, wahrscheinlich ich. Scheiße, ich werde glaube ich sterben, Leute. Meine 4 Kills. Obwohl nicht, ich werde nicht so gut sterben. Beziehungsweise nicht so schnell. Leute, ich brauche Hilfe, sonst bin ich im Arsch. Ich wusste irgendwie, dass hinter den Steinen ist, aber. Die Torte, Alter, die ist hier noch voll. Ja, das weiß ich doch auch. Kommt schon, Leute, ich brauche eure Hilfe, ich bin sonst im Arsch. Gut, dass ihr nicht mich angreift, Alter, weil sonst wird's mir ja prächtig gehen hier. Wie gesagt, lieber überleben als sterben. Hm. Kontertäus, beeil dich. Ich habe keine Ahnung, wo der ist. Ah, okay, der verpisst sich. Na, da wird er erwartet. Sauber.
Glück gehabt habe ich noch. Ja gut, der ST1 würde ihn jetzt eh natzen. Glaube ich schon. Der ergibt sich wahrscheinlich auch freiwillig. Oder auch nicht, ich weiß nicht. 23 HP. Und er fährt und er macht Selbstmord. Eine saubere Idee. Naja. Selbstmord. Immer eine gute Entscheidung. Und noch einer hat sich von uns selbst opfert. Naja. Wir haben Stahlwand kassiert, Leute. Ich habe Stahlwand kassiert. Mit meinem Panzer. Stahlwand. Mit dem T-44E1. Ich glaube, das war wegen dem Teil. Den T-44er. Ah, okay. Naja. 1000 Erfahrungen auf die Hand. Minus 7000 Credits. Nicht so schlimm. Naja, ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Und ja. Wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Und wenn euch die Duel-Commentaries gefallen mit Mr. Gunshin, könnt ihr was dazu hinschreiben. Ansonsten, ja, sehen wir uns morgen bei einem weiteren Let's Play World of Tanks wieder. Und verabschiede dich, Mr. Gunshin. Yo, Leute, ciao. Ciao, Leute.